Wenn man in Ark starke Dinos haben möchte, dann muss man diese züchten und dazu gehört eben auch, dass man sie ausbrüten muss. Und wie das funktioniert, zeige ich euch jetzt. Moin, mein Name ist Nico der Profi und ich habe mal ein paar Infos für euch zusammengesucht, wie das eben mit dem Ausbrüten funktioniert, wie funktionieren Klimaanlagen. Ich wusste es lange Zeit selbst auch nicht und deswegen jetzt hier das Video. Also grundlegend braucht ihr dafür Klimaanlagen, wie ich sie jetzt hier im Inventar auch habe. Ihr braucht einen Stromgenerator, ihr braucht mindestens ein Stromkabel und eine Steckdose. Und wenn das Ganze auch ein bisschen länger stehen soll, dann bieten sich auch noch Steinfundamente an, damit das Ganze auch sicher steht. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, wie viele Klimaanlagen brauche ich denn eigentlich? Und laut dem ArkWiki ist es so, dass es auf den meisten Maps für die meisten Dinos 5 bis 10 Klimaanlagen reichen. Wenn ihr beispielsweise auf Scorched Earth einen Wyvern ausbrüten wollt, dann braucht ihr allerdings schon mindestens 15, je nachdem wie heiß das gerade ist. Und wenn ihr auf Aberration Rock Drakes ausbrüten wollt, dann braucht ihr laut ArkWiki 19 bis 20. Auf anderen Maps sind es 20 bis 40, was ich finde, ist eine sehr komische Anzahl an Klimaanlagen, also die Range ist sehr groß. Und theoretisch könnt ihr auch Otter oder Dimetrodons nehmen, denn die kühlen bzw. wärmen auch, davon braucht ihr dann aber eine Menge, um Eier auszubrüten. Also, um eine Brutstation zu bauen, würde ich auf jeden Fall erstmal Fundamente setzen, wo ihr dann anschließend die Klimaanlagen raufsetzen könnt. Vom Ding her muss es auch gar nicht groß sein, also 3x3 würde schon reichen, denn Klimaanlagen reichen auch immer nur zwei Foundations weit. Das heißt, theoretisch würde das reichen, ich würde einfach hier hinten nochmal dann ja eine Foundation hinsetzen, damit wir dann da den Generator raufstellen können. Wenn ihr das gemacht habt, dann fangt ihr an, die Klimaanlagen zu platzieren. Ja, und versucht die einfach gleichmäßig hier hinzusetzen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es egal ist, wie rum ihr die dreht. Also ihr seht jetzt, dass wir hier vorne eben diese Luftschlitze haben, wo theoretisch die kalte bzw. warme Luft rauskommen müsste. Da die Klimaanlagen aber auch durch Strukturen hindurch funktionieren, ist es relativ egal, wohin die zeigen. Ich habe das Ganze jetzt mal so U-förmig gemacht. Wichtig ist einfach, dass ihr vorne noch so einen Platz habt, wo ihr dann mit den Dinos quasi rauslaufen könnt. Aber im Prinzip könnt ihr die eben anordnen, wie ihr wollt. Hauptsache, ihr habt einen Platz, wo ihr rauskommt. Hier hinten kommt dann einmal der Stromgenerator drauf. Da kommt dann einmal ein Stromkabel rein, ist egal, wo ihr das hinmacht, und dann das Stromkabel, dann einmal die Steckdose. Und ihr seht jetzt schon, dass die Klimaanlagen eben verbunden werden, bis auf die jetzt hier, weil die zu weit weg ist. So, jetzt ist sie auch in Range. Sieht nicht so schön aus, ist aber halt Classic Arc, also ohne S+. Aber das hatte ich vergessen zu sagen, ihr braucht natürlich auch Benzin für den Generator, damit der eben läuft. Benzin einfach reinpacken und Generator einschalten. Und dann laufen eure Klimaanlagen auch und es ist ziemlich laut gerade bei mir. Und dann müsst ihr einfach nur noch ein befruchtetes Ei hier reinfallen lassen und das wird dann eben, ja, wie ihr sehen könnt, ausgebrütet. Gesundheit ist bei 0,0%, warum auch immer. Und theoretisch wäre es eben noch besser, wenn ihr die Klimaanlagen so dicht wie es geht zueinander packt, weil sie dann die höchste Wirkung einfach haben. Das heißt, eventuell braucht ihr auch weniger. Wenn ihr das Material habt, nehmt einfach immer ein bisschen mehr, dann seid ihr auf der sicheren Seite. So, und da schlüpft auch schon das erste Argentavis-Baby. Ich habe eben nochmal die Werte hochgestellt, dass es viel schneller geht. Seht ihr also, funktioniert. Und ich habe ja gesagt, es funktioniert auch durch Wände hindurch. Und das machen wir uns jetzt mal zunutze, weil das sieht ja ein bisschen blöd aus, auch mit den Kabeln, gerade wenn man auf der Konsole spielt und keine S+ hat. Denn wir können das Ganze auch einfach so ein bisschen einbauen. Können uns hier hinten natürlich so eine Tür machen, dass wir noch an den Generator rankommen, theoretisch, und hier nochmal wieder Benzin nachlegen können. Das kann man natürlich alles noch schöner machen. Ne? Ich mache das gerade einfach ein bisschen Freestyle, um euch das Prinzip zu erklären. Hier vorne ein paar Rampen ran, dann kann man mit seinen Dinos hier auch hoch und runter laufen. Und damit ihr auch seht, dass das Ganze weiterhin funktioniert, Argentavis-Ei rausdroppen und es wird immer noch ausgebrütet. Und da schlüpft es auch schon. Oh, Zwillinge. Und das ist mega praktisch, weil so könnt ihr theoretisch auch, je nachdem wie hoch eure Raten sind, dann eben halbautomatische Farm machen. Denn ich hatte oben mal Tech-Parer stehen, also ich habe so einen kleinen Turm gebaut, die Eier sind dann runtergefallen in ein Loch und unten mit drin stand ein Tech-Raptor, der auf aggressiv war und so konnte der dann die ganze Zeit immer Elektronik und sowas farmen. Das war eigentlich ganz nice, weil das eben eine halbautomatische Farm war. Kann man natürlich alles auch noch anders machen. Wenn dir das Video geholfen hat, dann würde ich mich selber einen Daumen nach oben freuen, denn so wird das Video auch anderen Leuten angezeigt. Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.